Hallo und willkommen zur Bolinian Showbox. Es geht weiter mit Children of Mortar. So, wir sind hier immer noch mit Lucy in dem Industriequartier unterwegs. Haben das letzte Mal das Roboterjunge gerettet. Und mal schauen, wie es hier weitergeht. Unsere kleine Lucy geht mal richtig wieder ab. So, hier unten haben wir glaube ich nichts mehr gehabt. Genau. Ein weiter Weg zurück. Da haben wir die Rune. Ist super optimal cool. Da geht's auch nicht weiter. Schauen wir mal kurz die Karte an. Genau. Auf die linke Seite. Da hätte mal volle Heilung, die ich nicht brauche. Danke für den Edelstein. Du kannst mir meine Runen reparieren. Das brauchen wir nicht. Er schafft ein Totem. Kurzzeitig Ruhekugeln. Das ist die Lebenskugel und Wutkugeln sind effektiver. Ah, das kaufen wir uns mal. Ansonsten brauchen wir, glaube ich, nichts mehr. Und dann gehen wir mal weiter in Stufe 3 und schauen, was uns da erwartet. Ich glaube, die Gegner werden richtig hart. Wenn ich hier wandern, ne? Wir bekommen 43 Gold von denen. Hier hätten wir einen Schadensreduzierer. Zwei zusätzliche Wirbelstürme, wird sich gerade noch vorwärts, brauchen wir nicht. So, lass die mich gern mit. Könnte ich ja gefallen, steckt Gegnern, den Schaden zufügst, den Brand. Das ist eine der besten göttlichen Gefallen. Chance.
Regeneration. Lebenskugeln heilen weniger LP. Das machen wir. Ich bin lieber auf Regeneration aus. Kleine Gegner bringen auch 43 Gold. Was haben wir denn hier drin? Oh, wieder eine Bibliothek. Terra. Zu diverse Landungen. Da haben wir nichts versteckt. Da haben wir ein bisschen Gold. Fast 80. Magic and lost powers hung heavy. Zölch explodierende Eisspieler, die der Gegner im Umkreis bei der Explosion einfrieren. Wunderbar. Alter, ist das krass. Hier lang geht's weiter. Oh mein Gott. So, da hätten wir 20 Gegner getötet. Was haben wir denn hier? Tauscht Runen gegen zufällige neuen Runen aus. Oh Mann. Dann mal einen weiteren Edelstein. Hier, was haben wir denn hier? Einen göttlichen Gefallen stellt deine maximale Gesundheit wieder her, sobald du eine neue Ebene betrittst. So, was haben wir? Gut, Regeneration. Wie die abgeht, die kleine Lucy. Aber der Wind tut sich was nicht mehr. Wir haben übrigens zwei Fähigkeiten, wie ich gerade sehe.
will den Wirbelwind-Skill, deswegen müssen wir noch eine Stufe warten. Oh mein Gott, jetzt geht's ab. Wir haben zum ersten Mal ein bisschen Leben verloren. Die aber sofort wieder per Regeneration aufgefüllt werden. Wow, richtig viel Kohle. Und dann haben wir ja noch einen Heiltrank, ne? Das muss man ja auch noch dazu sagen. Also, an Leben soll es uns wirklich nicht mangeln. An Lebensregeneration. So, da haben wir die komische Aura. Explosiv-Aura. Danke für den Edelstein. Da oben gibt's nichts. Dann gehen wir weiter. Oh, ich hoffe, dass mir diese Leute vertrauen werden. Wer bist du denn? Oh, Linda geht jetzt mit uns. Viel zu stark. So, was haben wir hier? Und weiter geht's. Wer bist du denn? Oh, da kommt jetzt irgendwas auf uns zu. Ah! Oder auch nicht. Du wirst von Flammen umgeben, die deinen Gegner Schaden zufügen. Krass. Wo geht's denn eigentlich weiter hier? Ah, hier unten. Das ist ein ganz schön weiter Weg. Wir haben drei Kristalle. Wir versuchen natürlich jetzt so wenig Duplikate wie möglich zu machen. Lassen wir auch mal aus Reichweite. Dafür ist es schnell genug. Und dann geht's hier weiter. Und hier ist der Boss.
Eine Rune zu spät, sag ich dir. Eine Benutzung zu spät kommt hier der Runenmeister. Spiele mal um einen Gegenstand. Okay, brauche ich nicht. Aha, was haben wir denn hier? Okay, dann muss ich mich zufrieden geben. Das brauche ich nicht. So, sollen wir reingehen? Ich würde sagen, ja. So, Endboss ist hier. Aber Lucy ist sowas von vorbereitet. Sprechen wir nochmal mit Hundi. Okay. Dann haben wir nochmal zwei Level, aber die können wir jetzt nicht einsetzen. Und hier ist der Endboss. Years continued to crank on in the distance. The city must survive. Mein Gott. Aha, der macht also so einen Angriff. Okay. Überhaupt kein Problem. Now even more soulless than before. Without life. And as if none had ever existed within the gears. And a new road forward opened with the jewel of life. Das war, glaube ich, der schnellste Boss, den wir jemals besiegt haben. Maximalstufe erreicht. Und dann haben wir hier auch die Maximalstufe erreicht. Seele der Familie. Lucys unbändiger Tanztrieb und ein Quell der Freude für die gesamte Familie. Alle Familienmitglieder erhalten beim Betreten eines Dungeons einen zusätzlichen Edelstein. Und dann haben wir hier die Wille des Magiers und der Alterszorn. Krasser Shit. Wow. Das ist aber auch echt mega. Bergson stood at the gates of Anaya Sarovar, but caution dictated, going back and informing the others. Ich hab das Gefühl, dass Lucy hier das ganze Spiel reisen wird. Lucy ist einfach zu overpower. Schau dir jetzt an, wie viel Geld wir gesammelt haben. Den Schwarzmarkthändler haben wir gerettet und das kleine Maschinenwesen haben wir gerettet. Weiter geht's. Were they cursed? The more they moved ahead, the more the corruption came forth. Blocked from light, everything withers. The Bergsons wondered what dangers could lie ahead still. Ist sogar Stromausfall. She did not speak, just sat there in silent sorrow. And try as they might, the family could not console little Automaton. Oh, schau mal an, unser kleiner Junge hier ist schon ganz schön groß geworden in kurzer Zeit. Kann jetzt schon sitzen. Also es sind schon ein paar Monate vergangen. Junge, Junge. Mary, Mary. Du musst dem Jungen aber ganz schön Milch geben, wenn die Euter heraustanzen. Ah, da ist der Aristokrat, okay. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal hier noch rein. Wir haben die Zähigkeit freigeschaltet. Reduziert Effekte aller bewegungseinschränkenden Angriffe.
der Berg sonst? Oha, okay. Das machen wir einmal. Einen kritischen Schaden. Kritische Trefferchance machen wir auf 10, auf 11% hoch. Haltbarkeit der Runen. Erfahrungsgewinn. Das kostet mir echt zu viel. Ausweichchance können wir noch machen. Ist ein bisschen billiger. 9.900. Machen wir es auf 10. Das ist okay. 10% Ausweichchance. Dann bin ich auf jeden Fall für Schaden. Und kritische Trefferchance. So, ich ausgehen oder den Schaden. Mach mal Schaden. Dann können wir das noch einmal hochskillen. Und dann war's das. Eigentlich ganz gut geskillt, denke ich. Wir haben kein Legally gefunden in der letzten Folge. Beziehungsweise in dem letzten Durchgang. Was ziemlich schade ist. Okay, wir schauen mal, wie es weitergeht in der nächsten Folge. Irgendwo gibt es da noch ein paar Neuigkeiten. Das Maschinenmädchen gerettet, okay. Alles klar. Okay. Das soll es aber, wie gesagt, gewesen sein für diese Folge. Würde mich freuen, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Danke fürs Zusehen. Bis dahin, mach's gut. Ciao.